Es gibt Zeiten, in denen diese Welt so nah an die Nähe der Realität herankommt, dass ich etwas hören kann, das mich von jenseits dieses Schleiers ruft. Und manchmal, wenn ich zu nahe komme, kann ich spüren, wie dieses Ding auf der anderen Seite an den Winkeln meines Geistes zerrt. Ich mache mir Sorgen um Carlos. Er scheint nicht so gut mit der Situation klarzukommen. Falls ihr es noch nicht wisst, ich arbeite an der heruntergekommenen Tankstelle am Rande unserer kleinen Stadt und es passieren hier seltsame Dinge, solange ich mich zurückerinnern kann. Ich habe endlich damit angefangen, einige meiner Geschichten zu erzählen und falls ihr es verpasst habt, würde ich euch bitten, euch Teil 1 und 2 anzuhören. Auf jeden Fall. Als ich gestern nach dem letzten Teil zurück bei der Arbeit war, war ich erfreut, einen Stapel Quittungspapiere mit Notizen in meiner eigenen wackeligen Handschrift auf der Kasse zu finden. Ich erinnere mich nicht, dass ich all diese Notizen geschrieben habe, aber andererseits gibt es eine Menge Dinge, an die ich mich nicht erinnere. Es ist möglich, dass ich einfach zu hart arbeite. Oder vielleicht spielen mir auch die Dämpfe, die von unterhalb der Tankstelle kommen, einen Streich. Oder vielleicht ist es einfach nur ein anderer Nebeneffekt meines Zustands. Wie auch immer, ich bin jemand, der einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schaut. Oder irgendeiner anderen tierischen Körperöffnung, was das Thema angeht. Zugegeben, meine Handschrift ist nicht die beste und manchmal werden die Kritzeleien auf dem Quittungspapier echt unleserlich. Sollte also irgendetwas hier unglaubhaft wirken, dann liegt das vermutlich daran, dass ich es falsch abgeschrieben habe. Behaltet das im Hinterkopf, während ihr euch meinen besten Versuch einer Abschrift anhört. 7 Uhr. Es wird früher dunkel an diesen Tagen. 7.30 Uhr. Farmer Junior kam heute Abend an die Tankstelle und fragte nach den Handpflanzen. Ich sagte ihm, dass sie nicht mehr da seien. Er hinterließ seine Telefonnummer auf der Rückseite eines Gutscheins für 15% Rabatt auf Schweinemastfutter von einem Online-Einzelhändler. Ich glaube, er versucht mir damit eine Botschaft zu schicken. 9 Uhr. Ich glaube, einige Kinder spielen mir einen Streich. Ich habe einen Gartenzwerg hinter den Schweineschwarten gefunden. Ich habe nicht viel darüber nachgedacht und ihn in eine Kiste hinter der Theke gesteckt, aber dann habe ich noch einen weiteren, dazu passenden Gartenzwerg im Getränkeregal gefunden. Ich habe den ebenfalls in die Kiste gesteckt. Es hat bis zum dritten und vierten Zwerg gedauert, bis ich zum Schluss kam, dass etwas nicht stimmte. Ich habe den Müll rausgebracht und habe die Zwerge aufgereiht auf dem Ast eines Baumes stehend beim Müllcontainer gefunden, wie sie auf mich heruntergestarrt haben. Wie eine Reihe Wasserspeier. Ich habe einen Stuhl und einen Besen benutzt, um sie von da oben runterzustoßen und sie dann in die Kiste mit den anderen dreien zu stecken. Als ich zurück zu meinem Tisch gekommen bin, habe ich da deine Notiz auf meinem Stuhl gefunden, auf der stand in roter Tinte: Ich bin in den Wänden. Keine Ahnung, wer das geschrieben hat, aber das Papier riecht nach Orangen und Frangipani. 10 Uhr. Es kommt ein seltsames Kratzgeräusch von den Fliesen über der Kasse. Ich fürchte, dass Rocco und seine Brut wieder in das Gebäude eingedrungen sind. 11 Uhr. Farmer Junior rief den Laden an und fragte nach den Handpflanzen. Ich versicherte ihm, dass sie nicht mehr da sind und wenn sie wieder auftauchen würden, würde ich ihn anrufen. Ich glaube, dass er langsam vermutet, dass ich ihn anlüge. 12 Uhr. Einer der Kultistenneulinge kam aus der Gemeinde im Wald. Sie hassen es, wenn ich sie Kultisten nenne. Ich weiß, dass die Neulinge nicht mit der Außenwelt interagieren sollen, aber von Zeit zu Zeit schleichen sie sich in die Stadt, nie weiter als bis zur Tankstelle, um Zigaretten zu kaufen. Sie dürfen eigentlich auch nicht versuchen, neue Mitglieder zu rekrutieren, bis sie den ehrenhaften Status eines Senior-Kultisten erreicht haben. Aber dieser hier ist kein sehr guter Kultist. Ich weiß, dass sie eigentlich keinen Namen haben sollen, aber ich nenne den hier Marlboro. Ihr dürft raten, warum. Marlboro blieb mindestens eine halbe Stunde im Laden und versuchte mich zu überreden, mit ihm in den Zwinger zurückzukehren. Sie hassen es, wenn ich hier zu Hause einen Zwinger nenne. Er versuchte, an meine logische Seite zu appellieren, aber ich ließ ihn höflich, aber bestimmt wissen, dass ich nicht an Logik interessiert war. Ich kann mich nicht erinnern, wann er gegangen ist. 2 Uhr. Ich bin wieder beim Graben zu mir gekommen. In langsamen Nächten lasse ich ab und zu meine Gedanken treiben. Mein Verstand verkrümelt sich dann irgendwohin und wenn ich wieder zu mir komme, frage ich mich, wo ich gerade war. Wer hat meinen Körper kontrolliert, während ich weg war? Ich meine, mein Körper hat diese Dinge ja schon so oft gemacht, dass ich glaube, dass er gelernt hat, wie man sie auch ohne mich macht. Mein Körper hat die Zigaretten wieder aufgefüllt, mein Körper hat die gefrorene Getränkemaschine gedreht, mein Körper hat den Schimmel von den Böden der Eiskübel abgekratzt.
Mein Körper hat die Rattenfallen gelehrt und irgendwo auf dem Weg hat mein Körper eine Schaufel gefunden, ist rausgegangen und hat angefangen, ein Loch zu graben. Eigentlich sollte ich nicht sagen, dass mein Körper angefangen hat zu graben. Mein Körper hat dieses Loch in den letzten Monaten immer weiter gegraben. Normalerweise komme ich nach ein paar Schaufelfüllungen zu mir. Diesmal habe ich es aber 30 cm tiefer geschafft, bevor ich in die Realität zurückkam und mich gefragt habe, was zur Hölle ich hier eigentlich mache. 3.30 Uhr. Ich habe gerade eine Tür am Ende des Flurs hinter der Gefrierkammer bemerkt. Wie lange habe ich hier gearbeitet und diese Tür noch nie zuvor gesehen? Sie wirkt enttäuschend gewöhnlich, zumindest was Türen angeht. Bis auf die Tatsache, dass sie sich warm anfühlt und vibriert. Ich habe den Griff ausprobiert, aber sie scheint verschlossen zu sein. Als ich zu meiner Klasse zurückkam, bemerkte ich einen Mann in einem Trenchcoat, der draußen hinter den Zapfsäulen stand. Er war gerade so weit weg, dass unsere Lampen ihn nicht angestrahlt haben und er war gefährlich nah an der Straße dran. Ich kann nicht sagen, ob er mich anschaut oder ob er den Wald hinter dem Gebäude betrachtet. Ich wünschte, er würde da nicht so stoisch und ruhig rumstehen mit seinen Armen, die bis unter seine Knie reichen. Das Kratzen in der Decke über der Kasse wird lauter. 3.45 Uhr. Ein Mann kam in den Laden, rollte eine große weiße Gefriertruhe hinter sich her. Er hatte eingefallene, blaue Augen, drahtige Haare, die ihm aus Nase und Ohren kamen, lange knochige Finger und eine sehr dünne Haut, die jede blaue und grüne Ader offenbarte. Er trug eine Melone und roch nach Milch. Ich hatte ihn definitiv noch nie zuvor hier in der Gegend gesehen. Er hat gefragt, ob wir an einer Zusammenarbeit mit ihm interessiert wären. Er verkauft Hackfleisch zu äußerst günstigen Preisen. Ich habe ihm aber gesagt, dass unser Laden sich schwer tut mit frischen Nahrungsmitteln und ihm empfohlen, dass er es vielleicht mit Jerky versuchen sollte. Bevor er ging, hat er noch etwa 1 Pfund rohes Hack aus der Truhe gekratzt und mir als Kostprobe auf einem Stück Backpapier überreicht. Nachdem er weg war, habe ich das Fleisch in die Gefrierkammer gebracht, wo ich den nächsten Gartenzwerg auf mich wartend vorgefunden habe. Ich habe den Zwerg in die Kiste mit den anderen 7 getan. 4 Uhr. Carlos hat mir gerade etwas sehr Seltsames über Kiefer erzählt. 4.30 Uhr. Es gab ein Kind namens Spencer Middleton, der auf die gleiche Highschool wie Kiefer und ich gegangen ist. Er war nur ein Jahr über mir, sah aber viel älter aus und verhielt sich viel jünger. Ich lebe in einer Kleinstadt und in kleinen Städten wird es schnell langweilig. Zum Zweck der Unterhaltung beschäftigen sich manche mit Klatsch und Tratsch, während andere etwas düstere Freizeitaktivitäten haben. Die letzteren waren meistens das Thema der ersteren. Es gab Gerüchte in der Stadt, dass Spencer Gefallen daran gefunden hatte, Tiere zu foltern und zu töten. Gerüchte darüber, dass Spencers Eltern und Geschwister nachts ihre Zimmertüren abschlossen, bevor sie schlafen gingen. Die Gerüchte sind auch nicht weniger geworden, nachdem Spencers Haus abgebrannt ist und er der Einzige war, der unverletzt entkommen konnte. Ich habe einmal gesehen, wie Spencer fröhlich auf einer Eidechse herumtrampelte und dabei seinen Kopf in den Nacken zurückwarf und lachte. Kurz nachdem sein Haus zum zweiten Mal in Brand geraten war, verließ Spencer die Stadt und es hieß, er sei in die Armee eingetreten. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, also dachte ich einfach nicht darüber nach. Aber nach all den Jahren bin ich jetzt dazu gezwungen, weil Spencer Middleton gerade in den Laden kam und eine Tasse Kaffee gekauft hat. Er sitzt an einem der Tische und unterhält sich mit Kiefer. Marlboro ist zurück. Er fragte, ob ich etwas Zeit erübrigen könnte, um über seine falsche Religion zu reden. Sie hassen es, wenn ich es eine falsche Religion nenne. Ich habe ihm gesagt, dass er gehen soll. Er schien verärgert. 4.45 Uhr. Spencer und Kiefer saßen eine Weile herum und kauften nichts anderes als 2 Tassen Kaffee. Als ich schließlich ging, ließ ich es Carlos wissen, der sich unter einer Decke in der Gefrierkammer versteckt hatte, obwohl ich nicht wirklich verstehe, wieso. Carlos hat mir genau erklärt, was passiert ist. Er hat seine Schicht vor ein paar Nächten beendet und hatte gerade die Tankstelle verlassen, als er Kiefers SUV in einem Graben am Fuße des Hügels liegen sah. Carlos, der gute Kerl, der er ist, entschloss sich, die Sache näher anzuschauen und zu überprüfen, ob Kiefer Hilfe braucht. Als er ranfuhr und aus dem Auto stieg, konnte er etwas hören, das sich wie lautes Knirschen angehört hat und vom Waldrand kam. Carlos ging los, um sich die Sache näher anzusehen. Dann sah er etwas. Als ich Carlos fragte, was er dort gesehen hat, fing er an, schnell und panisch Spanisch zu sprechen. Ich selbst spreche kein Spanisch, aber ich nickte einfühlsam mit. Das einzige Wort, das ich behalten konnte, war Strega. Das ist der Name eines Schnapses, den wir hier führen. Was auch immer Carlos gesehen hat, es ließ ihn so schnell wie möglich zurück zu seinem Auto rennen, ohne zurückzuschauen,
und dann überfuhr er Kiefer. Carlos ist ein guter Kerl, aber hier war er in einer schlechten Situation. Er hat lange genug angehalten, um auszusteigen und nach Kiefer zu sehen und zu bestätigen, dass er definitiv tot war. Es gab nichts, was er hätte tun können, was das geändert hätte. Es war ein Unfall. Carlos war auf Bewährung draußen, da war das Ding im Wald und Carlos musste eine Entscheidung treffen. Also packte er die Leiche in seinen Kofferraum und fuhr davon. Carlos hat mich zu seinem Auto gebracht und mir die Leiche gezeigt. Ich kann hundertprozentig bestätigen, dass das Kiefer im Kofferraum seines Autos war. Nicht nur wegen seines unverwechselbaren Gesichts, sondern auch wegen seines Telefons und seiner Brieftasche, die er bei sich hatte. 5 Uhr. Ich hatte endlich genug von den Kratzgeräuschen und habe unsere Leiter aus dem Lager geholt, um zu sehen, was die Waschbären in der Decke trieben. Aber als ich die Fliese zurückschob, war das Einzige, was da oben war, ein weiterer Gartenzwerg. 6 Uhr. Der Mann im Trenchcoat ist immer noch da draußen. Der Kultist kam zurück und verlangte eine Audienz bei mir. Er bestand darauf, dass ich, wenn ich ihm nur zuhören würde, einsehen würde, dass seine Argumentation großartig und fehlerlos ist und dass ich ein Narr wäre, wenn ich mich nicht seinem Glauben an die Perfektion der Logik und des Nirvanas anschließen würde. Ich habe zugestimmt, ihn anzuhören, wenn er im Gegenzug dafür den Mann im Trenchcoat bittet zu gehen. Und mit dem Abschluss dieses hastig erstellten mündlichen Vertrags habe ich mich für das Zuhören gewappnet. Ehrlich gesagt, er hat ein paar gute Argumente gebracht, aber ich nehme an, das ist von einem viralen Gedankenexperiment zu erwarten, das überzeugend genug ist, um ganz normale Leute dazu zu bringen, ihr normales Leben aufzugeben und in einer Gemeinde im Wald hinter der heruntergekommenen Tankstelle am Rande der Stadt zu leben. Sie nennen sich selbst Mathematisten und glauben daran, dass der Existenzgrund der Menschheit in der Erfüllung zweier moralischer Imperative besteht: Leiden zu verringern und das Glück zu steigern. Ein erfolgreiches Leben erhöht das Glück mehr als das Leid. Ein annehmbares Leben verringert das Leid mehr als das Glück. Wie gut ein Mensch ist, lässt sich dann daraus herleiten, wie sehr das Glück durch ihn gesteigert und das Leid vermindert wurde. Offensichtlicherweise gilt dann im Gegenteil, jemand, der das Leid mehr gesteigert hat als das Glück, beziehungsweise weniger verringert hat, als schlecht. Falls also jemand eine außerordentliche Menge Glück und Leid schafft, muss man einfach nur herausfinden, welches von beiden mehr war und dann diese simple Faustregel anwenden, um herauszufinden, ob diese Person nun gut oder schlecht war. Klingt einfach, oder? Die Mathematisten glauben, dass wir diese ganze Gut- und Böse-Sache falsch angegangen sind. Seit Äonen versuchen wir, das Glück zu erhöhen, wenn wir uns stattdessen lieber auf die Verringerung des Leids konzentrieren sollten. Glück ist kein festes Konzept und je mehr Glück geschaffen wird, desto schwieriger ist es, das Level an Glück aufrechtzuerhalten, da Glück dem Gesetz der abnehmenden Erträge gehorcht. Im Gegensatz dazu ist Leid aber klar beschreibbar. Leid tritt ein, wenn Glück aufhört. Leid ist rein und ewig. Um also in den Augen eines Mathematisten ultimativ gut zu sein, muss man folglich alles Leiden beenden. Aus diesem Grund bauen die Mathematisten eine Bombe, die den gesamten Planeten zerstören kann. Indem sie alles Leben auf der Erde auslöschen, löschen sie auch unendliches zukünftiges Leid aus. Durch jedes Leben, das sie verhindern, wird eine ganze Abstammungslinie von Menschen, die in ein Leben voller Leid hineingeboren worden wären, nicht mehr existieren. Jeder Tod geschieht aus präventiver Barmherzigkeit. Jeder glückliche Moment, der nicht mehr eintreten wird, verblasst angesichts all der traurigen Momente, die ebenfalls verhindert werden. Und damit erklärte mir Marlboro, dass sein Mörderkult Töten für eine Güte hält. Ich sagte ihm, dass seine Ideen dumm waren, dass er dumm war und dass er jetzt die Abmachung erfüllen musste und dem Mann im Trenchcoat sagen, er solle weggehen. 6.30 Uhr. Das Telefon klingelte. Das war aus zwei Gründen seltsam. Erstens, weil es nicht das Festnetz war, sondern ein Handy, obwohl wir hier draußen keinen Empfang haben. Und zweitens, weil es das Handy war, das ich Kiefers Leiche abgenommen hatte. Ich muss zugeben, dass ich in einem moralischen Dilemma war, seitdem mir Carlos gebeichtet hatte. Auf der einen Seite hat Carlos jemanden umgebracht. Auf der anderen Seite war es ein Unfall und Carlos Bewährungshelfer würde das vielleicht nicht so sehen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich mehr Zeit hätte, mir darüber den Kopf zu zerbrechen. Aber als das Handy klingelte, wusste ich, dass ich eine Entscheidung treffen musste. Ich bin rangegangen. Ich habe erstmal nichts gesagt. Die andere Seite begann und ich erkannte die Stimme sofort. Du hast etwas aus meinem Post gehört. Es war Spencer Middleton. Sein Handy und seine Brieftasche, antwortete ich. Was? Nein, das Zeug ist uns scheißegal. Wir können einfach mehr Handys kaufen und mehr Brieftaschen besorgen. Du weißt ganz genau, was wir wollen.
Er hatte recht, das wusste ich. Es war ein Unfall, erklärte ich. Das wissen wir. Wir wollen einen Deal mit dir machen. Du gibst uns ihn zurück und wir tun so, als wäre die ganze Sache nicht passiert. Können wir das einfach? Klar. 7:30 Uhr. Carlos kam vor einer halben Stunde zu seiner Schicht und ich erzählte ihm von dem Deal. Er war nicht begeistert, aber da ich ihm seine Situation sehr klar dargelegt hatte, blieb ihm keine Wahl. Wir parkten Carlos' Auto hinter der Tankstelle in der Nähe der Handpflanzen und achteten darauf, weit genug weg von diesen zu stehen, damit sie nicht an unsere Knöchel kommen konnten. Kiefers SUV tauchte ein paar Minuten später auf. Spencer fuhr. Er und Kiefer stiegen ohne ein Wort zu sagen aus, taxierten uns und öffneten dann den Kofferraum ihres Fahrzeugs. Carlos machte im Gegenzug seinen Kofferraum auf. Kiefer und ich starrten uns die ganze Zeit an, während Carlos und Spencer die Leiche von einem Fahrzeug in das andere brachten. Spencer hatte eine Plane und eine Decke bereitgelegt, um alles einzupacken, und als es vorbei war, legte Kiefer eine Hand auf meine Schulter und flüsterte mir ins Ohr: "Das hast du gut gemacht." Dann fuhren sie weg. Carlos fing an zu weinen, während ich zurück in den Laden ging. Es war fast Tag und dann sollte der neue Teilzeitbeschäftigte übernehmen. 8 Uhr. Der neue Teilzeitler ist zu spät und ich könnte langsam echt eine Mittagspause vertragen. Ich habe das Beste aus meiner zusätzlichen Zeit hier gemacht. Ich habe Preisaufkleber auf alle Gartenzweige geklebt, die wir jetzt als Krimskrams für 9,99 € im Sortiment führen. Ich habe sogar schon ein paar verkauft. Ich bin wirklich ein guter Angestellter. 8:30 Uhr. Ich war auf der Toilette und habe dort einen Mann mit heruntergelassener Jeans gesehen. Er trug eine rot-weiß karierte Boxershorts und einen Cowboyhut und lächelte, als er mich sah. Er sagte in einer etwas singenden Stimme: "Komm schon, Mann, mach ruhig weiter." Ich habe die Gelegenheit genutzt, um ihn etwas zu fragen, das mir schon lange auf der Zunge brannte. "Weißt du, ob alles gut werden wird?" Der Toilettencowboy dachte kurz nach, dann zog er seine Hose hoch, schnallte seine riesige Gürtelschnalle zu, ging an mir vorbei. Er klirrte auf den Fliesen der Toilette, hielt eine Sekunde lang an, als er direkt neben mir stand und sagte: "Ich weiß, was zu schätzen." Dann ging er raus. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das bedeuten soll. So, das war alles, was auf den Quittungszetteln stand. Aber ich habe darauf geachtet, dass ich dieses Tagebuch weiterführe. Ich glaube, das ist eine gesunde Art, die seltsamen Ereignisse an der Tankstelle aufzuzeichnen. Vielleicht hilft das sogar bei meinem Zustand. Ich weiß es nicht. Vielleicht melde ich mich zurück, wenn das nächste Mal etwas Seltsames passiert. Bis dahin ist das hier wohl ein Fortsetzung folgt. Edit. Tut mir leid, bei der weiteren Durchsicht habe ich festgestellt, dass ich eventuell einige der Kritzeleien falsch abgelesen habe. Ich habe auf Anraten einiger meiner Hörer den Teil entfernt, in dem ich die Sozialversicherungsnummer und Adresse von Farmer Junior genannt hatte. Und meinen herzlichen Dank an die Hörer. Und meinen herzlichen Dank an den Hörer, der mich darauf hingewiesen hat, dass Strega nicht mein spanisches Wort ist. Ich habe Carlos darauf angesprochen, als er heute für seine 4. Schicht vorbeikam, aber Carlos hat mich einfach nur ausdruckslos angeschaut und dann gemeint, er spreche gar kein Spanisch.